Okay, let's do this. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. I'm mentally not prepared for this video. Aber wann bin ich aktuell auch mentally prepared for anything? Basically never. Von daher, let's go. Der Tee wird hot. Der Tee wird sowas von hot. Schnallt euch bitte an. Holt euch einen Snack. Holt euch was zu trinken. Denn es geht heute um Jaclyn Hill. Darüber, dass sie vermutlich wieder das Gleiche macht, was sie schon mal gemacht hat. Hashtag Lipstickgate 2. Beziehungsweise Jaclyn Hillgate 2, I don't know. Es geht um Anastasia Beverly Hills, eine nicht vorhandene Shade Range, das Ignorieren von BiPOC und deren Anmerkungen und überhaupt um neue Produkte, die ich, sag ich mal, fragwürdig finde. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, ich bin Kati, ich bin 33 und das hier ist eine sogenannte Dauerpöbelsendung. Dauerpöbelsendung deswegen, weil ich super gerne darüber pöble, wie blöd und non-inclusive manche Shade Ranges sind, was Foundations angeht oder darüber, wie viel Produkte auf den Markt kommen und wie sehr wir dazu gedrängelt werden, immer neue Sachen zu kaufen oder ich mich manchmal bei manchen Produkten auch frage, was das überhaupt soll. Also wir hatten tatsächlich hier schon mal Masken für den Intimbereich. Don't do that. Please don't do that. Your coochie doesn't need that, okay? Ich sammle also immer eine Liste von Produkten und heute ist eine ganz besondere Liste, denn es ist fresh am Start. Ich habe diese Sachen alle gerade eben rausgesucht. Normalerweise sind meine Anti-Hauls immer so ein, zwei Wochen vorher geplant und das Problem ist, dass in der Zeit so viele neue Produkte rauskommen, dass es eigentlich schon quasi nicht mehr aktuell ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, nope, heute machen wir das, denn ich habe ein sehr interessantes Video gefunden, ich habe einige sehr interessante Tweets gefunden, ich habe die beiden Urheberinnen dieser Tweets und dieses Videos gefragt, ob ich ihre Sachen benutzen darf. Deswegen Shoutout geht als allererstes raus an Alana Austin. Ich lasse alles von ihrem Twitter, ihren Instagram und so weiter und so fort unten in der Infobox, als auch, ich glaube, YouTube hat sie auch. Ich bin gerade nicht sicher, aber ich glaube, von ihr habe ich auch schon mal ein Video gesehen. Die hat nämlich einiges zu Anastasia Beverly Hills zu sagen gehabt. Dann lasse ich außerdem noch den Kanal von Truth Sleuth. Oh Gott, dieses Wort ist so schwierig für jemanden, der früher mal gelispelt hat. Die früher Tea by Ally hieß unten. Das ist ein Video, das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken, um so the grand scheme of things zu Jaclyn Hill Cosmetics, worüber ich gleich sprechen werde, sage. Aber dazu komme ich gleich noch. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Wir haben noch einige von den Duftreiseboxen von meiner Kooperation mit der Parfümerie Thiemann. Ich lasse euch sehr gerne den Link unten. Also es sind in allen Größen, sowohl Economy, Business als auch First Class, von 12,95 € auf 18,95 € bis 29,95 €. Noch einiges da. Da könnt ihr super gerne noch vorbeischauen, falls ihr noch teilnehmen möchtet. Denn am 6.5. ist es soweit. Das heißt, es ist nicht mehr lange und dann geht es auch schon los. Ich freue mich sehr auf die Reise mit euch. Schaut dort super gerne vorbei. Das Video dazu, also was wir da so genau machen, lasse ich euch auch unten. Da erkläre ich einiges dazu. Zweiter Disclaimer. Wenn ich eine Marke so ein bisschen genauer unter die Lupe nehme, dann hat das immer einen guten Grund. Ich begründe eigentlich normal normalerweise auch immer, warum ich bestimmte Produkte oder Leute zum Beispiel auch nicht mag. Also es gibt auch Brands, die ich nicht kaufe, weil ich deren GründerInnen nicht unterstützen möchte. Zum Beispiel Jeffree Star Cosmetics. Die Gründe dafür sollten offensichtlich sein, warum man Jeffree Star nicht unterstützen möchte. Und zum Beispiel auch Dragoon Beauty von Nikita Dragon und so weiter und so fort. Nehmt es bitte nicht persönlich, wenn da Produkte dabei sind, Menschen oder Firmen, die ihr selber toll findet. Es gibt von jeder Firma sicherlich auch Produkte, die toll sind. Ich persönlich gebe hier nur meine Meinung wieder. Die muss natürlich eurer nicht entsprechen und bedeutet auch nicht, dass die Produkte tendenziell schlecht sind. Wie gesagt, ich gebe auch immer jeweils zu jedem Produkt eine Begründung dazu. Jetzt, da wir das out of the way haben, let's go mit dem Video. Ich wollte eigentlich ein kürzeres Intro machen. Ey, das ist, ich werde das einfach mit den kurzen Intros, das wird einfach nichts. Ich setze mich immer hier hin, damit ich euch da gleich die Bilder einblenden kann. Und als allererstes fange ich mit einem Produkt an, das ich tatsächlich spannend finde und auf das ich mich freue. Ich habe auch gerade eben noch mal kurz bei Purish angerufen. Und zwar kommt Luna Beauty mit einem neuen Produkt raus, beziehungsweise einer neuen Produktkategorie, in dem es direkt zwei neue Produkte gibt. Und zwar haben sie jetzt Make-up-Sponges mit rausgebracht. Manny MUA ist ja der Besitzer von Luna Beauty und Luna Beauty ist eine der Brands, die ich wirklich unglaublich gerne mag. Davon ab, dass ich finde, dass Manny sich wirklich sehr gut rausgearbeitet hat aus seinen Skandalen, die vor 3 Jahren, 2018 glaube ich war das, gewesen sind, muss man dazu natürlich auch sagen, dass er wirklich sehr viel Zeit, sehr viel Liebe und sehr viel Herzblut in seine Brand steckt und ich finde es wirklich extrem toll, was für Produkte da mittlerweile rausgekommen sind. Ich liebe von denen ja sowohl die Lidschattenpaletten als auch zum Beispiel die Blushpalette. Ich finde, dass die Lip Gloss Formula eine der
drei besten ist, die ich kenne persönlich. Also ist für mich eine der absoluten Favoriten. Neben der Fenty Cream zum Beispiel oder den Fenty Glossen. Fenty Cream trage ich auch gerade, ist der Fenty Glow, by the way. Und wie gesagt, sie kommen jetzt mit Make-up-Sponges raus. Er hat zwei verschiedene rausgebracht. Einmal diesen, der so eher in diesem rosa, dass die Rose quasi pink irgendwie mit drin ist. Man sieht, dass der eine Form hat und der andere eine andere Form. Das finde ich persönlich sehr gut, denn ich habe letztens auch mal wieder statt meiner üblichen Luisa Crash and Crash Cosmetics Schwämme, die ja diese verschiedenen Seiten haben und die verschiedenen Kanten haben, mal wieder einen ganz normalen Beauty Sponge benutzt. Also einen, der auch so eine Spitze hat und ansonsten komplett rund ist, und muss sagen, das ist nicht so ganz mehr mein Ding, was das angeht. Jedenfalls gibt es diese Sponges schon auf lunabeauty.com. Die liebe Jenny von Purish bringt gerade noch in Erfahrung für mich und für uns, ob und wann sie zu Purish kommen. Normalerweise kriegen sie ja alles von Luna Beauty. Und ich habe jetzt gerade mal bei lunabeauty.com geschaut. Da gibt es auf jeden Fall die Sponges schon. Und die gibt es einzeln jeweils zu kaufen für jeweils $10, was ich auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis finde, wenn die so gut sind, wie ich denke. Und bisher muss ich ja sagen, ich war eigentlich von allem begeistert, bis auf die Lashes. Da war ich wirklich nicht so ein Fan von. Das habt ihr ja in der Review gesehen. Und die Sponges gibt es natürlich auch im Set als Duo zu kaufen. Dann kriegt man beide von den Förmchen zusammen. Die sind dann bei $16, was auch, also jeweils ein Beauty Sponge für $8, finde ich noch völlig vertretbar und völlig legitim. Und es gibt es auch als Sponges und Brushes Bundle für $46. Ob das so auf Purish sein wird, kann ich euch noch nicht sagen, aber gleich, wenn ich den zweiten Rückruf bekomme. Und der Unterschied bei diesen beiden Schwämmen ist natürlich nicht nur die Farbe, also der eine ist schwarz, der andere ist rosa, sondern dass sie auch verschiedene Formen haben. Das finde ich, wie gesagt, persönlich sehr gut. Ich mag diese komplett runden Formen nicht mehr so gerne. Ich habe mich wirklich da sehr dran gewöhnt, mit Luisas Schwämmchen zu arbeiten. Ich mag, dass da hier Flächen sind, als auch zum Beispiel dieses Runde mit drin ist. Ich mag, dass ich hier eine Spitze habe, mit der ich so in den Concealer hier ganz fein reingehen kann, als auch zum Beispiel hier. Damit kann man sehr gut konturieren, und zwar eine feine Kontur an der Nase, als auch hier an der Seite am Gesicht. Und so ähnlich sehen die Luna Beauty Sponges auch aus. Da ist unten, wie gesagt, auch so eine abgeschrägte Seite. Das gefällt mir sehr gut. Gleichzeitig hat man aber auch diese Spitze. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, ob und wann sie zu Purish kommen. Und sie sind für Flüssigkeiten als auch für Puder gedacht. Das heißt, damit kann man ganz normal auch die Foundation auftragen, als auch zum Beispiel Baken, was bei der Form von dem Schwarzen zum Beispiel auch sehr viel Sinn macht, weil da unten so eine ganz scharfe Kante ist, so wie ähnlich wie hier, sodass man dann hier zum Beispiel die Kontur noch ein bisschen verstärken kann oder zum Beispiel unter den Augen einfach noch Baking Powder mit zutragen kann. Ich persönlich habe mega Bock, die beiden auszuprobieren, und ich gebe euch dann gleich ein Update, sobald der Rückruf kommt. Das ist auf jeden Fall eines der Produkte, das mich interessiert. Und jetzt, wo ich mich etwas in freudige Erwartung geredet habe, kommen wir zu Jaclyn Hill und Jaclyn Hill Cosmetics. Ich hatte es in vorherigen Anti-Hauls ja schon mehrmals gesagt, ich persönlich habe aus verschiedensten Gründen beschlossen, dass ich Jaclyn Hill als auch zum Beispiel Morphe nicht mehr unterstütze, weil ich finde, dass die shady Business Practices machen, also dass sie für mein Verständnis einfach nicht zuverlässig sind in ihren Aussagen, dass wenn etwas schief läuft, wie zum Beispiel mit dem Lipstickgate 2019, also als Jaclyn Hill mit ihren Lipsticks rausgekommen ist, dass sie sich wirklich die schlimmste Art ausgesucht hat, damit umzugehen, indem sie halt ganz eindeutig gelogen hat darüber, von wegen, es wären Fuzzy Gloves benutzt worden und so weiter und so fort. Also sich da so rauszureden, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, wirklich, das ist scheiße gelaufen, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, es wird nicht wieder vorkommen. Das ist für mich keine Art, mit Fehlern umzugehen. Das ist einfach die Art von Accountability, die ich mindestens mir von erwachsenen Menschen erhoffe. Besonders, wenn sie CEO von einem so großen Konzern sind und eben Make-up-Produkte an ihre Fans verkaufen vor allen Dingen. Und Jaclyn Hill und Morphe scheinen 2019 zusammen ein Produkt haben rausbringen wollen. Warum ich euch das jetzt erzähle, wird sich im Laufe dieser kleinen Erzählung quasi etwas erklären. Also bear with me. Wie gesagt, ein sehr großer Teil dieser Information kommt aus dem Video von Truth Sleuth. Das verlinke ich euch gerne unten. Das ist für die, die kein Englisch können, vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Und da geht es auch so ein bisschen um so Legal Documents und Legal Files. Ich versuche es so kurz wie möglich und so komprimiert wie möglich zu übersetzen und euch zu erklären. Aber auf jeden Fall, der Credit geht 100% an sie, denn sie hat das rausgefunden und auch dieses Video dazu gemacht, was im Endeffekt auch der Anlass war, warum ich ihre neuen Produkte, also von Jaclyn Hill Cosmetics, jetzt auch mit reinnehme, um darüber zu sprechen. Denn 2019 hat Morphe Cosmetics Importdokumente gehabt, die man in den USA, im Gegensatz zu Deutschland, zumindest meines Wissens nach, sehr einfach einsehen kann. Also alles, jedes einzelne Teil, was in den USA importiert wird, und ich glaube auch, was exportiert wird aus den USA, kann man als
normaler Bürger oder als normale Bürgerin eben auch einsehen. Und ich nenne sie jetzt einfach Ellie, weil Ellie ist halt auch ihr Name. T bei Ellie hieß sie ja vorher. Hat sich da zwischendurch schlau gemacht, als es um so Lipstick-Gate ging, weil es natürlich darum ging, wann sind diese Lipsticks produziert worden? Sind diese Lippenstifte von Morphe gemacht worden? Denn auch Morphe hatte ja mit ihrer Vault Collection mit Jaclyn Hill zusammen das Problem, dass die Sachen angeblich abgelaufen waren, dass Sachen schimmelig geworden sind. Die haben auf jeden Fall sehr ähnliche Skandale und es ging dann darum, herauszufinden, wann diese Lippenstifte importiert worden sind. Und im Laufe dessen ist sie auf zwei Produkte gestoßen, die sie sehr interessant fand. Und zwar einmal ein Augenbrauenprodukt, das von Morphe Cosmetics importiert worden ist aus China, denn die produzieren ja in China. Und das nannte sich Dip Brow. Und falls da jetzt was bei euch klingelt, ja, Anastasia Beverly Hills hat ein Produkt, das Dip Brow Pomade heißt. Das ist eines der ersten riesengroßen Bestseller-Produkte gewesen, die sie jemals in ihrer Linie hatten und wofür sie auch extrem bekannt sind. Also sozusagen das Flaggschiff ihrer Brand auch eine ganz lange Zeit gewesen. Ist auch super lange auf Social Media mega gehypt gewesen. Es ist also schon mal sehr, sehr spannend, dass ein Produkt den gleichen Namen hatte beim Import. Normalerweise werden beim Import auch die Namen angegeben, unter denen sie später verkauft werden. Manchmal wird es auch noch rebranded. Das war auf jeden Fall sehr spannend und man hat von dieser Dip Brow Pomade oder von dieser Dip Brow, von diesem Produkt auf jeden Fall danach nichts mehr gehört, nachdem Anastasia Beverly Hills angeblich ein Cease and Desist, also eine Unterlassungsklage, an Morphe Cosmetics geschickt hat. Also das ist auch mittlerweile nicht gelauncht worden unter dem Namen oder sonstiges. Das zweite Produkt, um das es hier heute gehen soll, ist eins, das unglaublich interessant ist in Bezug darauf, was Jaclyn Hill Cosmetics gerade gelauncht hat. Denn sie haben im Juli 2019 ein Produkt importiert, das der Jaclyn Hill Primer genannt worden ist. Da steht nicht drauf, ob es ein Face Primer ist, ein Eye Primer oder was auch immer für ein Primer oder ein Primer Spray oder sonstiges. Es stand eben nur einfach der Name Jaclyn Hill und Primer mit drauf. Und das müsst ihr euch jetzt einmal kurz merken. By the way, alles, was ich jetzt sage, ist allegedly. Also das sind alles Sachen, die sind nicht bewiesen. Das ist einfach nur eine Vermutung, die daher kommt, dass die Erfahrungen mit Jaclyn Hill und ihrer Aufrichtigkeit und Authentizität ja nun nicht besonders gut sind. Und das muss ich übrigens aus Legal Reasons dazu sagen, damit man mich nicht nachher verklagen kann, by the way. Das heißt, das sind keine Fakten, das ist die persönliche Meinung von Ellie, als auch meine persönliche Meinung, beziehungsweise meine Verschwörungstheorie allegedly. Ich finde es nur einfach spannend, darüber auch zu reden, weil ich denke, dass da was dran sein könnte. Das bedeutet nicht, dass das ist, aber es könnte daran sein. Wir reden also von einer hypothetischen Vermutung. Alright, alright, okay. Da ist also dieser Primer importiert worden, der bis heute nie gelauncht wurde. Wir erinnern uns, 2019 war das Lipstick-Gate und dementsprechend ist natürlich auch das Problem, dass man im selben Jahr kein neues Produkt so einfach launchen kann mit einer Person, die gerade in einen so riesigen Skandal verwickelt ist. Also kann man natürlich schon so machen, aber ist dann halt Kacke. Denn natürlich sind die Verkaufszahlen dann etwas geringer und Morphe hat ja durchaus die eine oder andere Kritik auch deswegen einstecken müssen, wie die Produktlaunches, die gerade mit Jaclyn Hill gelaufen sind, gelaufen sind. Und natürlich kommt auch noch dazu, man kann ein Produkt nicht ewig lange in Stock halten. Denn natürlich haben Make-up-Produkte, vor allen Dingen auch Produkte, die Flüssigkeiten enthalten oder die Cremes enthalten, also alles, was irgendwie Liquid enthält, auch irgendwann schlecht werden. Deswegen gibt es ja bei Make-up-Produkten hinten drauf, oh, das war ein schlechtes Beispiel, das ist nämlich keins. Bei Make-up-Produkten hinten drauf, das hier ist übrigens das Gesichtswasser von Shenya, da kann ich euch das einmal zeigen, gibt es dieses kleine Döschen, das ist so, sollte auf jedem Make-up-Produkt drauf sein. Hallo, könntest du einmal fokussieren? Nein? Okay, schade. Also gibt es dieses kleine Döschen, wo der Deckel so offen ist und da steht dann zum Beispiel 6M für 6 Month, also 6 Monate drauf und das geht bis zu 24 Monate. Ich glaube, das längste, was ich mal gesehen habe, waren 36 Monate, also 3 Jahre. Aber natürlich, besonders bei Flüssigkeiten, ist die Mindesthaltbarkeit immer geringer als bei Puderprodukten zum Beispiel. Anyways, wir kommen also zurück zu dem Primer, der zwar von Morphe importiert wurde, mit Jaclyn Hills Namen drauf, wo dann auch die Frage besteht, gibt es eine Verbindung zwischen Jaclyn Hill Cosmetics und Morphe Cosmetics? Das ist von mehreren Drama-Channels oder Commentary-Channels untersucht worden, beziehungsweise haben versucht, es nachzuvollziehen. So richtig klar ist es nie geworden. Angeblich gehören beide Firmen nicht zusammen. Ich glaube schon, dass die da irgendwie ihre Finger mit im Spiel haben. Jaclyn Hill Cosmetics wurde ja auch ganz lange bei Morphe mitverkauft. Dann wurde das nach dem Lipstick-Gate rausgenommen. Und aktuell, wenn man auf die Morphe.com-Website geht, als auch auf die Morphe.de-Website, ist Jaclyn Hill Cosmetics auch nicht mehr gelistet. Dafür Dragon Beauty zum Beispiel aber immer noch. Sage ich jetzt nicht zu.
Es gibt aber eben Hinweise darauf, dass eben da Verbindungen bestehen, einfach weil zum Beispiel dieser Primer unter dem Namen von Jaclyn Hill importiert worden ist, von Morphe bezahlt allerdings oder in Auftrag gegeben zumindest. Und die Frage dann natürlich ist, sollte das eine Collaboration werden oder was sollte daraus irgendwie werden? Jedenfalls ist dieser Primer nie gelauncht, aber, und hier kommt das ganz interessante Ding ins Spiel, Jaclyn Hill Cosmetics hat eine neue Collection gedroppt. Und sie haben Powderface-Paletten dabei, über die wir gleich sprechen würden. Aber natürlich haben sie auch einen Eye-Primer dabei. Ein Schelm, wer Böses denkt, nicht wahr, meine Kinder? Ja, natürlich ist das alles alleged. Das ist kein nirgends bewiesen oder sonstiges. Aber ich frage mich, wenn Morphe Cosmetics 2019 einen Primer importiert hat und Morphe Cosmetics selber hat ja einen Eye-Primer, der ist aber schon vorher gelauncht worden. Der hatte auch mit Jaclyn Hill nichts zu tun und der ist auch nicht reformulated worden. Das heißt, warum sollten sie, wenn es um den gleichen Primer ginge, diesen Primer mit einem anderen Namen, nämlich Jaclyn Hills Namen, drauf importieren, wenn er mit Jaclyn aber selber gar nichts zu tun hat? Haha. Dann wahrscheinlich, weil sie eigentlich vorhatten, dieses Produkt wann anders zu launchen. Wenn wir jetzt also zurückrechnen, 2019, Juli 2019 ist jetzt fast 24 Monate her. Es handelt sich also um einen Primer, der, falls das wahr sein sollte, eventuell schon seit 2 Jahren irgendwo in irgendwelchen Regalen rumliegt. Denn natürlich muss man auch drüber nachdenken, wenn das vorher mit Morphe Cosmetics zusammen rauskommen sollte, es jetzt über Jaclyn Hill Cosmetics laufen soll. Das muss ja alles rebranded werden, weil Jaclyn Hill Cosmetics hat ja ein ganz anderes Packaging. Das ist ja sehr high-end, sehr, also ich finde auch ein sehr schönes Packaging, muss man dazu sagen. Ist aber auch das einzig Schöne daran. The tea. Dann liegt der Inhalt dieser Primer seit 2 Jahren oder fast 2 Jahren irgendwo rum und wird jetzt als ein neues Produkt verkauft. Und das kennen wir doch irgendwoher. Ich glaube auch, hatte das nicht irgendwas mit Lippenstiften zu tun? Gab es da nicht so eine ähnliche? Ich meine, mich da an so einen klitzekleinen Skandal erinnern zu können. Das ist natürlich alles nur eine Vermutung, wie gesagt, von Ellie als auch von mir selber. Ich finde persönlich, das macht Sinn, denn es würde keinen Sinn machen für eine Marke wie Morphe Cosmetics, so einen großen Anteil von Produkten, für die sie ja bezahlt haben, die wurden produziert, die wurden rübergeschippt, da wurde Zoll für bezahlt. Das sind ja Millionen von Dollar, die da geflossen sein müssen, einfach zu entsorgen. Das heißt, das Beste, was sie natürlich machen können, ist es rebranden unter einem anderen Namen oder es eben an Jaclyn Hill weitergeben, wenn das sowieso eine Collaboration mit ihr sein sollte und es eben unter einem anderen Deckmantel verkaufen, als es damals gegangen wäre. Und da sie natürlich auch selber dies nicht als Kollaboration noch weiter verkaufen können, denn sie haben sich ja von Jaclyn Hill los gesagt oder zumindest von Jaclyn Hill Cosmetics, macht es natürlich Sinn, das einfach an Jaclyn Hill abzutreten, vielleicht für einen geringeren Preis oder so, auch alles alleged, wie gesagt, und dann die einfach mit dem ganzen Kram dealen zu lassen. Ich persönlich finde das sehr spannend. Schreibt mir super gerne in eure Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand das einfach, als ich das gehört habe, habe ich nur gedacht, ja, für mich passt das einfach in dieses Verhaltensmuster von Jaclyn Hill als auch von Morphe Cosmetics. Es wäre natürlich äußerst dumm, wenn sie dasselbe nochmal machen würde. Auf der anderen Seite ist die Sache, wenn so viele Millionen Dollar von Geld geflossen sind, ihr Name damit draufsteht, dann ist auch ihr Geld damit im Spiel. Dann wird es da irgendeinen Vertrag geben, weswegen dieser Primer importiert worden ist mit ihrem Namen drauf. Dann wird es irgendeine Art von Vertrag dort gegeben haben, dass sie auch dafür haftbar wahrscheinlich gemacht werden kann. Also stelle ich mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, wie das juristisch gesehen ist. Dann würde es Sinn machen, zu versuchen, die Sachen zu verkaufen, genauso wie bei den Lippenstiften, die ja angeblich auch schon abgestanden in irgendwelchen Warenhäusern lagen, um halt wenigstens den Verlust so gering wie möglich zu halten. Haltet ihr das für möglich? Findet ihr das an den Haaren herbeigezogen? Lasst es mir wirklich sehr gerne in den Kommentaren. Schaut auch super gerne, wie gesagt, das Video dazu an, das ich euch verlinkt habe. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Wie gesagt, da ist halt dieser Primer mit dabei. Außerdem sind noch Face It All Brightening and Setting Paletten mit rausgekommen, die also besonders für, ich will nicht sagen Highlighting, weil es sind keine Highlighter, aber sie sollen sozusagen das, was eine Konturpalette macht, in umgekehrt, das sollen sie mit dem Gesicht machen können. Und da gibt es 4 verschiedene Paletten. Fair to Light, Light to Medium, Medium to Tan und Tan to Deep. Wobei ich sagen muss, wenn wir uns jetzt die Swatches angucken, Tan to Deep ist auf einem sehr dunklen Arm geswatcht, aber ich sehe da ehrlich gesagt nicht, wie die Farben zusammenpassen. Bei den anderen Armen, finde ich, da sieht man noch eher, wie die Sachen zusammenpassen könnten. Die Face It All Brightening und Setting Paletten sind, wie gesagt, mit 4 Shades jeweils drin und in 4 verschiedenen, also 4 verschiedene Puder in 4 verschiedenen Shades. Die Bake und Brighten Under Eye Powders, die halt lose sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sind in 5 verschiedenen Shades da, um verschiedene Sachen zu machen. Also dieses Lavendel zum Beispiel ist da
dafür da, um so dunkle Augenschatten ein bisschen auszucanceln. Also da muss man so ein bisschen danach gehen, welchen Unterton man sozusagen hat. Also dieses Lavendel zum Beispiel bei Dark Eye Circles ist halt für Menschen mit einem Yellow Underton, so wie ich zum Beispiel, wäre das geeignet. Bei anderen Menschen ist das gegen diese Dark Circles eher mit dem Gelben. Und ja, da muss man halt gucken, was wofür ist. Sie kommen am 6.5. raus, dann, wenn wir übrigens unsere Duftreise machen, shameless plug an dieser Stelle. Da habt ihr hoffentlich was Besseres zu tun, als Jaclyn Hill Cosmetics zu kaufen. At least I would hope so. Und sollen halt, wie gesagt, auch für von heller bis zu dunkler Haut reichen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, auf diesem ganz dunklen Swatch sieht man meiner Meinung nach deutlich, dass die Farben dafür nicht geeignet sind. Das ist auch etwas, was generell kritisiert worden ist bei diesem Launch, genauso wie bei dem Launch mit den Bronzern und den Blushes. Die hatte ich ja in einem anderen Anti-Haul auch schon mal angesprochen. Dass eben einfach nicht sein kann, dass da wieder die dunkelsten Shades sozusagen hinten runterfallen. Und ich muss auch ehrlich sagen, selbst bei den Face-Paletten, also bei den Setting-Paletten, die ich am Anfang gezeigt habe, sieht man, dass es die dunkelste Palette, würde mir persönlich nicht reichen, wenn ich so eine dunkle Haut hätte. Man sieht es einfach, finde ich, auf dem Swatch an dem Model einfach sehr gut und ja, I don't know. Ich meckere ja oft darüber, dass die Inclusivity nicht groß genug ist. Immerhin gibt es 4 verschiedene Shades. Ich finde das mit dem Primer aber noch viel, 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 viel spannender und bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, was ihr dazu denkt. Das ist für mich dementsprechend all in all a pass. Und zwar die Person, die Hintergrundstory, die Möglichkeit, dass das ein abgelaufener Primer ist, die nicht vorhandene Shade Range, die Affiliates with Morphe. It's all a pass for me. Etwas, das auch in die Complexion Products Schiene reinfällt, ist ein neues Produkt von Fenty Beauty. Und da habe ich zuerst gedacht, das würde ein Concealer werden. Und da habe ich mich gewundert, weil sie natürlich schon eine Concealer Range haben und auch eine ziemlich große Shade Range da drin haben. Andererseits war ich dann so, okay, der Concealer, den sie jetzt haben, ist ja einer, der zum Beispiel zu der neuen Easy Drop Foundation, die eher wie so ein Tinted Balm ist quasi, gar nicht unbedingt dazu passt, weil der Concealer eine höhere Coverage hat als die Easy Drops zum Beispiel. Und deswegen eher zu den beiden älteren Foundations passt, also der Hydrating und der anderen Mattifying Foundation. Das sind allerdings die Bright Fix Eye Brightener. Also die sind tatsächlich dafür da, auch um, ähnlich wie die Puder, die wir gerade besprochen haben, bestimmte farbliche Makel, wenn wir das so sagen wollen, übers Color Correcting so ein bisschen auszugleichen. Wir haben hier eine Light to Medium Range, da sind 4 drin, wir haben bei Medium 4, dann haben wir 4 Shades bei Medium Deep und wir haben wir dann, sind das 12? Ich dachte, da kommt noch was. Naja, auf jeden Fall sind die alle mit dran, um in diesen verschiedenen Shades Color Correcting betreiben zu können und das besonders bezogen darauf, welche Untertöne die Haut hat. Also im Light Medium zum Beispiel hat man eine, die ein bisschen peachiger ist, eine mit einem neutralen Unterton, eine mit einem gelben Unterton und eine mit einem sehr kühlneutralen Unterton, sodass man verschiedene Dark Circles zum Beispiel unter den Augen auch mit ausebnen kann. Und das gibt es eben auch für die beiden anderen Shade Ranges, die da mit dabei sind. Soll eine Sheer bis Buildable Coverage haben. Was ich ganz spannend finde, ist der Applikator. Der sieht aus, als wäre der aus Glas. Ich glaube aber, dass er, also rein produktionstechnisch ist es wahrscheinlich Plastik, was ich schade finde, weil der so abgerundet ist, dass man das halt direkt auftragen kann. Und zum Beispiel der Huda Beauty Concealer ist ja oben mit einem Metallapplikator und der kann halt kühlend wirken auf die Haut, sodass natürlich, wenn man so ein bisschen Puffiness unter den Augen hat und dann den Concealer aufträgt, dass das so ein bisschen depufft, also dass man das so ein bisschen abschwellende Wirkung hat. Und bei einem Glasapplikator könnte ich mir das eben auch super gut vorstellen. Das scheint in diesem Fall nicht der Fall zu sein, aber man soll es halt direkt auftragen können damit. Wobei ich mich dann frage, wenn das Sheer to Buildable Coverage ist, wie blendet man das mit dem Applikator dann aus? Also ich würde trotzdem noch mit einem Sponge reingehen, beziehungsweise wer möchte natürlich auch mit einem Pinsel. Es soll einen No-Make-Up-Effekt sozusagen haben, indem es einfach die Haut mit ausebnet, damit man ein bisschen wacher, ein bisschen frischer aussieht. Es soll Jojobaöl mit drin sein, um ein bisschen Feuchtigkeit auch mit drunter zu geben. Gleichzeitig sollen auch eine serumartige Textur mit drin sein und ein bisschen Puder. Ich finde das total spannend, mir das durchzulesen, diese Beschreibung. Generell muss ich sagen, benutze ich zum Beispiel überhaupt kein Color Correcting. Also für mich ist das Produkt zwar spannend von der Formulierung her, die würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich glaube, ich würde das so nicht tragen, denn ich mag meinen Medium to Full Coverage Concealer auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Mir reicht das aus. Ich habe zwar Fältchen unter den Augen, aber zum Glück keine so dunklen Augenringe oder sonstiges. Und selbst wenn ich die
habe, wenn ich einen Medium to Full Coverage Concealer dabei habe, ist das alles gar nicht so das riesengroße Problem. Von daher soll Crease und Sweat Resistant sein, also dass man das halt auch ohne anderes Make-up, also sehr lange tragen kann. Finde ich auch, wie gesagt, spannend. Also ist halt einfach so ein typisches Frühlings- bzw. Sommerprodukt, wenn man schwitzt und so weiter. Und ja, ich finde, auf den Fotos sieht das fast aus, als wären die Models auch ein bisschen gesettet. Es steht halt auch drin, dass da Mikropuder mit drin ist, das beim Smoothen und Blurren helfen soll. Also ich kann es mir gerade noch gar nicht vorstellen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Es gibt, wie gesagt, 12 verschiedene Farben. Ich denke, da könnten sie noch ein bisschen was nachlegen. Obwohl es sind, es sind 16 Farben. Sorry, ich habe die Light-Kategorie komplett vergessen. I'm so sorry, also es gibt auch noch eine Light-Kategorie, also es sind 16 Farben insgesamt. Don't mind me. Ihr habt es aber hoffentlich beim Einblenden auch schon gesehen. Finde ich an sich von der Textur, wie gesagt, fände ich es spannend, das mal anzufassen, aber ist jetzt kein Produkt, wo ich irgendwie sage, wow, okay, das muss ich unbedingt haben, weil es wäre für mich ein doppelter Step. Ich glaube, ich würde trotzdem noch meinen normalen Concealer drüber machen, aber ich bin mal gespannt, die Reviews dazu zu sehen und ja, wie die Leute sagen, wie es sich aufträgt. Trotzdem für mich, pass on that. Was für mich außerdem ein Pass on that ist, ist von Bite Beauty. Von denen hört man, glaube ich, in Deutschland relativ wenig. Ich glaube auch, weil es sie in Deutschland gar nicht so einfach zu bekommen gibt. Also man kann natürlich aus den USA bestellen, aber ja, dann immer Zoll und Shipping und dies, das und so weiter. Und die sind mit Blushes rausgekommen. Und zwar so eine Art Cream Blushes. Und normalerweise bin ich ja für Cream Blushes, I'm a sucker for Cream Blushes. Like, I love my Cream Blushes. Ich bin ja auch immer gerne overblushed und so weiter. Aber die sind mit einem Cream Blush rausgekommen, der heißt Daycation Whipped Cream Blush. Und davon ab, dass ich das Packaging auch furchtbar hässlich finde. Also irgendwie, das sieht so billig aus. Das soll 32 Euro kosten. Und dann ist das in so einer Squeezy Tube, die man auch bei Action bekommen kann oder im 1-Euro-Shop. I don't know. Und dazu muss ich einfach sagen, dass die Farben auch nicht schön finde. Also es sind 4 verschiedene Farben. Sie haben alle so eine leichte Perle mit drin. Das finde ich persönlich ja nicht schlecht. Allerdings, wenn man sich das so anguckt, das sieht fast schon ein bisschen so iridescent aus, als wären da so leichte pinke oder lilane Schimmer mit drin. Und ich finde keine der Farben schön. Also Watermelon Margarita, Hibiscus Slush, Melon Mojito und Coconut Rum würde ich alles trinken, würde ich aber nicht tragen oder kaufen. Also es sind alles Farben für mich, die ja, an den Models sehen die ganz hübsch aus, aber ich weiß nicht. Also so, wenn ich mir die Swatches angucke, ist da keine Farbe dabei, wo ich denke, ja, da hätte ich voll Bock drauf oder das inspiriert mich. Oder das kann ich mir in einem bestimmten Look irgendwie vorstellen oder so. Nee, also ich gucke mir die an und denke so, no, I don't see it. I really don't see it. Es soll non-cakey sein und es ist Papaya-Extrakt mit drin, woher auch sozusagen diese Luminosity mitkommt. Soll so einen Glowy-Effekt haben. Also da sind bei manchen sind so kleine Pearls mit drin, bei dem anderen sind so kleine Glitterpigmente drin. Finde ich persönlich auch nicht so schön. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn es so einen leichten Schimmer oder einen leichten Schein hat oder auch eine Perle meinetwegen. Aber so Glitterpigmente finde ich persönlich nicht so schön. Wie gesagt, ich finde auch einfach die Farben überhaupt nicht ansprechend und für 32 Dollar erwarte ich schon eine bessere Verpackung als diese hässliche Squeezy Tube. I'm sorry, not sorry, Bite Beauty, aber absolute pass on me on that. Gibt's ab 4. Mai auf der Sephora.com Website, aber I won't buy it. Nope, I won't. Kommen wir zum letzten Tee aus der Runde. Und zwar Anastasia Beverly Hills ist mit Face-Paletten rausgekommen. Irgendwie kommen gerade alle mit Face-Paletten raus. Also Juvia's Place hat auch noch Bronzer-Duos mit rausgebracht, die eine tolle Shade-Range haben. Es sind, wie gesagt, Duos, kann ich euch hier auch noch eben mit einblenden. Die finde ich persönlich sehr spannend und die würde ich auch super gerne sehen bei Purish. Da weiß ich aber noch nicht Bescheid. Falls ich das rauskriege, sage ich euch in meiner Instagram-Story Bescheid. Shameless Self-Plug. Folgt mir gerne auf Instagram, da gibt es demnächst auch wieder einiges an Gewinnspielen. Und ihr kriegt noch ein bisschen mehr Daily Trash bzw. Chaos Lifestyle von mir mit, wenn ihr das wollt. Ja, wollt ihr doch, oder? Ist doch super, dann fühlt man sich selber nicht so lost alleine. Und die sind sehr schön geworden, finde ich. Da sind auch schöne Lipglosse noch mit dabei und eine kleine Eye-Palette. Diese 6er Paletten von Juvia's Place sind ja nicht so meins, deswegen pass on the Eyeshadow Palette. Die Lippenprodukte bin ich auch, also ich finde die Farben super schön, aber die Lipgloss habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu nicht sagen, ob sie mir gefallen. Die Farben gefallen mir sehr, weil es verschiedene Nude-Töne sind und hey, I'm a sucker for nudes, right? Wenn wir uns jetzt aber einmal kurz merken, dass Juvia's Place, die sind ja mittlerweile auch eine etablierte Marke, aber immer noch deutlich jünger und auch deutlich kleiner als zum Beispiel Anastasia Beverly Hills. Die haben diese Shade Range rausgebracht und jetzt kommen wir zu Anastasia Beverly Hills mit Face Paletten und zwar in 3 Farben.
Lassen wir das mal kurz sagen. Also Juvia's Place kriegt es hin, eine Bronzer-Range von 5 Farben zu machen und Anastasia Beverly Hills macht 3. Ja, sie haben auch einzelne Bronzer, aber diese Facepaletten sind ja nun ein neues Produkt. Da ist ein Bronzer mit drin, ein Highlighter und ein Blush. Der Highlighter, finde ich, sieht in allen sehr schön aus und auch die Blushes, finde ich, sehr hübsch. Die haben auch alle so eine Perle, so einen Schimmer mit drin. Das ist schon meins, aber ich finde einfach, dass es dort nicht genug Diversity gegeben hat. Und das finde ich aus 2 verschiedenen Gründen. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, wenn man sich das anguckt, da ist wirklich was Helles dabei, da ist auch was sehr Dunkles dabei. Ja, aus meiner Perspektive habe ich auch zuerst gedacht, das sieht super aus. Aber, und da kommen wir zurück zu Alana Austin, von der ich vorhin gesprochen hatte. Wie gesagt, ihr Twitter und alles lasse ich euch unten. Hatte auf Twitter dann etwas gedroppt an heißen Tee. Da muss ich wirklich sagen, Anastasia, da habt ihr euch aber nicht mit Ruhm bekleckert. Und zwar war sie, sie ist übrigens eine Woman of Collar, beziehungsweise eine schwarze Frau. Und sie wurde als Consultant, also als Beraterin für Anastasia Beverly Hills für den Launch dieser Paletten hinzugezogen. Und dabei hat sie unter anderem diese Vorschläge gemacht. Nämlich, wie man auch wirklich zu den ganz deep dark Hauttönen einen passenden Bronzer machen könnte. Und zuerst war es wohl angedacht, deswegen wurde sie wohl auch überhaupt engagiert, weil warum sollten sie es sonst machen, war es wohl auch angedacht, eine größere Shade Range rauszubringen. Das ist allerdings dann nicht passiert, sondern es sind wie gesagt nur 3 Paletten mit rausgekommen und jemand auf Twitter hat sehr shady, darüber musste ich auch sehr lachen, sehr shady gesagt, wenn das Outer Packaging eine größere Shade Range hat als der Inhalt, dann weißt du eigentlich, sie haben was falsch gemacht. And girl, that's the tea. Like, literally, that is the tea. Weil wenn man sich im Vergleich die Sachen von Alana anguckt, die wirklich Ahnung davon hat, weil sie einfach selber eine schwarze Frau ist, die in der Beauty-Industrie arbeitet, die eben auch Influencerin ist, die sich eben genau damit auskennt, mit ihren Freundinnen und Kolleginnen, die eben auch bei POC sind, ausgetauscht hat und die genau dafür bezahlt worden ist, um diese Firma zu beraten, wie sie eine bessere Shade Range machen können, denen solche tollen Sachen hinlegt, also woran man sich auch einfach orientieren könnte und die dann sagen, vielleicht machen wir es auch nicht. Da denke ich mir ganz einfach, das ist in meinen Augen, ist das pure Ignoranz, pure Arroganz zu sagen, das brauchen wir nicht oder das wollen wir nicht. Und dafür hat Anastasia Beverly Hills auf jeden Fall auf Twitter ordentlich Backlash bekommen. Und ich möchte das gerne hier erwähnen, weil auch wenn ich persönlich nicht davon betroffen bin, denn ich bin nun mal eben, ja, nicht weiß wie die Wand, aber ich bin nun mal im Fair-to-Light-Spektrum und das wird immer abgedeckt, immer. Und ich weiß, es gibt jetzt wieder einige von euch, die sagen, ja, aber ich bin so weiß, für mich gibt es auch oft keine Farben und so. I know. Ist auch nicht böse gemeint, Leute. Nicht, dass ihr nicht auch hinten rausfallt. Aber es ist eben etwas ganz anderes, wenn bei POC diskriminiert werden, indem wieder für ihre Hautfarben gar nichts zur Verfügung steht. Und das ist in diesem Fall eben so. Selbst die dunkelste Palette muss man sich mal angucken. Finde ich, ist der Bronzer nicht besonders dunkel. Der Blush dazu ist wunderschön, kann ich mir auf dunklerer Haut, wie gesagt, auch sehr gut vorstellen. Aber das reicht auf jeden Fall nicht aus. Und ich finde, für eine Marke wie Anastasia Beverly Hills ist das sehr enttäuschend. Und da würde ich mir halt dann auch einfach wünschen, ganz ehrlich, dann macht es doch bitte richtig. Macht es doch so, dass ihr, wenn ihr schon Consultants dazu zieht, dass ihr auch auf die hört, denn die haben wirklich Ahnung, wovon sie sprechen und dafür habt ihr sie ja auch bezahlt. Nicht, um das zu ignorieren. Und dann macht es meinetwegen wie Juvia's Place, weil wenn wir uns im Vergleich die beiden Farben, die dunkelste Farbe hier einmal von Anastasia Beverly Hills versus die dunkelste Farbe von Juvia's Place in dem Bronzer angucken und merke, es sollen beides ja auch Bronzer mit drin sein, dann könnt ihr schon sehen, Shade Range not available. Das war's auch mal wieder mit einem langen, vor allem mit einem langen Tea-Spill-Video von meiner Seite. Aktuell bin ich eigentlich ein Drama-Channel. Ich bin manchmal ein Drama-Channel, ne? Finde ich persönlich auch gar nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich der schlechte Einfluss von Unico. Ich telefoniere nämlich viel mit dem Drama-Detective. Ich glaube, I've gotten even more shady. But we love it. We stand it in this household. Ja, lasst mir super gerne einen Kommentar da, welche von den Produkten ihr interessant findet, was ihr shady findet. Ich glaube, ich muss nicht noch extra dazu sagen, dass es das letzte Produkt übrigens ein Pass war. Also Anastasia Beverly Hills, no, absolutely not. We're not gonna support that in this household, in this economy, in this day and age. I don't think so. Folgt super gerne Alana Austin und folgt auch super gerne Tiba Early bzw. Truth Sleuth, als auch natürlich dem Drama Detective, dem ich gerade umsonst einen Shoutout gegeben habe. Nicht, dass er nicht eine größere Plattform hätte als ich, aber anyways. Und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr selber auch kleine Drama Detectives seid. Ich finde sowas immer super, super spannend und für mich zählt das auf jeden Fall mit rein in die Entscheidung, ob
und was ich kaufen möchte, welche Brand, welche Menschen ich unterstützen möchte. Ich persönlich finde das sehr wichtig, mich darüber zu informieren. Und ja, bin immer wieder gespannt darauf, wie die Reaktionen sind. Das ist auf jeden Fall erstmal der Hot New Make-up Tea. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei wart. Falls ihr es noch nicht getan habt, gebt dem Daumen gerne ein Video nach oben. Und ja, ich sage das mit Absicht falsch herum. Und abonniert auch super gerne meinen Kanal. Dann seid ihr bei der nächsten Dauerpöbel-Sendung auch mit dabei. Und dann kriegt ihr auch die Infos darüber, wie das mit Luna Beauty und den Launches aussieht, denn der Rückruf kam jetzt gerade noch nicht. Müsste ich wahrscheinlich Anfang nächster Woche, also für euch dann morgen, übermorgen oder so, wissen. Folgt deswegen gerne auf Instagram. Wie gesagt, dort gibt es dann immer die schnellsten News, denn da muss ich nichts irgendwie rauseditieren oder sonstiges. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann beim neuen Video wieder. Ciao!